Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen weiter mit der Ernte. Feld 29 ist fertig, nur noch Stroh. Und wir fahren auch Richtung Feld 10. Immer mal schauen, wie er da lang fährt, ob er jetzt klarkommt. Und machen auf Feld 10 noch fertig. Und dann mal sehen, dass wir noch näher, wenn einer auf Feld 10 alles läuft, dann werde ich beigehend hier intensiv Stroh abfahren. So weit, so gut, bis auf das hier Eiern tut, naja, das sind ein bisschen Problemheiten. Dadurch kommt das. Hier die Wendeschleife ist bedingt deswegen, weil wir im Prinzip es anders nicht geht, in meinen Augen. Die müssen ja immer einen Kreis verbunden haben, ne? Sonst ist ja irgendwo zu Ende und geht nicht weiter, ne? Ungünstig. Ein bisschen zu eng eingefahren, denke ich mal. Aber so auch fahren wir hier nicht. So, mal schauen, ob er jetzt geradeaus das hinbekommt. Oder ob Deutsch wieder zum Händler will. Das wäre schlecht. Dann müsst ihr beim Händler was einfallen lassen, dass da ein bisschen mehr Platz ist. Ne? Ich habe eigentlich einen Händlerpunkt genommen, um da mal Fahrzeug hinzuschicken, dass ich da nicht mehr jedes Mal allein fahren muss. Wenn mal was zu holen ist, ne? Ein Anhänger oder so. Ne? So, mal gucken, was er jetzt hier macht. Wir wollen ja gerade ausfahren. Wenn er gerade ausfährt, dann können wir gleich das hier rechts umstellen auf entsprechend Abfahrer. Ne? Ah, jetzt geht's. Aber anscheinend ist doch irgendwie geradeaus ein Fehler gelaufen. Ja. Jetzt scheint ja zu klappen. Alles gut. Gehen wir kurz hier und entlassen die mal. Und den Kurs können wir löschen. Starten den mal und dann gehen wir. Und dass sich keiner gefunden hat, ist ein Wunder. Na gut. V. Macht der hier einer so leer? Das kommt ja ganz komisch vor. Mal reinhörchen. Ja, wenn irgendeiner gerade startet, ne? Das soll doch nicht sein. Komisch. Als wenn hier noch einer ein Fahrzeug steuern will. Also Kursblick ist aus. Der ist auch aus. Wir stellen mal hier ein. Hof 3. Hof 3. Ist ja auch nicht normal, ne? Wo ist hier eben ein Fahrzeug? Dann tut man was. Machen wir einen Flieger. Hier unter ein Fahrzeug. ED. Dorf. Tja. Schon komisch. Hier ist irgendwo ein Fahrzeug noch, das wir mal nicht sehen können, ne? Von Gehören. Von Hören, ne? Als wenn hier irgendwo ein Fahrzeug drin ist. Vom Ton her. Ja, ihr hört doch hier. Irgendwo ist doch noch ein Fahrzeug.
Genau hier. Das gibt's doch gar nicht. Oder sie unter der Plane. Dafür Dresche. Jetzt sehe ich hier nichts. Dann sonst wäre hier was zu sehen, ne? Ja. Also wenn ihr da einen Tipp habt, bin ich dankbar. So. Weg da. Hier spukt es. Okay, hier ist Stau. Ja, das ist das Problem mit einem anderen Kurs, ne? Das heißt, ich muss mal hier. Haben wir einen kleinen Stau. Und zwar einen kleinen, ja? Das tun wir ganz kurz entlassen. Dann muss ich hier mal den Kurs ändern. Das ist dadurch gekommen, wie gesagt, das ist eigentlich ein anderer Kurs von einer anderen Karte. Wo die Gebäude nicht so sind, ne? Den ersten auch gleich löschen und den zweiten können wir nehmen und gleich um die Umfahrung fahren. Naja, aber angekommen sind sie schon mal, ne? So. So. Entlassen. So. Da werden wir mal hier die Kurse. Löschen. Den einen jedenfalls. Ein bisschen zurückfahren, bisschen, und hier zeichnen wir neu auf. Den nicht. Ungünstig, ne, weil ich an dem Punkt. So. Bisschen zurückstoßen, ne? Ist ungünstig, aber gut, was soll's. Das sind so eine Erfahrung, die man mal erst macht, wenn man gemacht hat, ne? Wenn man das entsprechend fährt und sieht, ach ja, da war ein Kurs. So. Natürlich ungünstig, den Augenblick, ne? Weil die Gebäude sind ja nicht so wie auf der anderen Karte, ne? Also das würde ich auch nie machen, immer das gleiche, ne? Man ist ja irgendwann doch der doch an und auf löschen. Löschen. Wenn wir ums Gebäude rumfahren, ne? Oder auch durch. Durch wird es auch gehen, weil ja Heu später auch noch nach Thüringen soll, ne? Schließen wir hier wieder an. Und dann müsste es eigentlich funktionieren. Eigentlich. Und den Kurs mit einer Lösung löschen. Können wir gleich tun. Den nicht. So, mal sehen, wie er so fährt, ein Stückchen, ne? Das klappt.
Gut, das Abladen klappt nicht, weil der Abladepunkt wieder zu früh ist. Also nur hier ganz kurz einsteigen und dann den Kurs, den Punkt verschieben. Und kurz drehen. Dann müssen wir hier mal kurz nochmal aktivieren, dass wir den unten den Punkt anklicken können. Den auch noch bitte nach vorne schieben. Und braucht dann nur hier den Punktnamen von. So. Bisschen weiterfahren. Ja, das müsste jetzt klappen. Und der wird jetzt um die. Mal sehen, ob das klappt. Eher die Befürchtung, dass die Maschinen im Weg sehen. Und gleich wegräumen. Die Kurve so eng eingefahren habe. Gut, das ist. Dann halt so, ne? Schauen wir gleich, was klappt. Der pest auch rum, du. Ja, Tag. Das klappt auch. Ja, ne? Das ist immer schön, wenn es klappt. Ja, da rieselt mein Gold. Das wird ja alle schön Heizmaterial in Marsch. So. Jetzt geht es gleich zum nächsten zwei Fahrzeuge. Da mu. So. Sei ja, man muss immer das immer nach und nach mitkriegen, ne? So. Schau mal, wo die fahren. Wo ist mein Drescher? Noch nicht da. Probleme? Baum. Na gut. Wie gesagt, die Straße ist für zwei Fahrzeuge zu eng. Müsste ich höchstens den Baum wegnehmen, ne? Auf längere Sicht. Aber da wir das nicht wollen. Wenn schon das die Grünen sehen. Oh, der Baum beschädigt. Oh, oh. So. So, der fährt nun auch. Da sind auch noch welche. Wow. Bisschen zu eng eingefahren, obwohl das war ja so nicht geplant, ne? Na gut. Dann muss ich mal nächstes Mal den Kurs ein bisschen verschieben. Für einen Traktor reicht's, aber für einen Drescher ist ein bisschen zu eng. Das klingt ja auch wegen Tanken, ne? Automatisch. So. Das sollte jetzt nicht laufen. Entschuldigung. So, der ist angekommen. Den müssen wir jetzt aber im Grunde wegfahren. Den brauchen wir aktuell.
aktuell nicht. Den werden wir jetzt voll tanken und hoch nochmal einparken. Dann werden wir ja die Soja ernten. Die Soja ist noch ein bisschen weit hin. Da haben wir ein bisschen Zeit. Die anderen Fahrzeuge, die jetzt zum Feld 29 fahren, das ist ungünstig. Da muss ich nicht eingreifen. Wohl einen ja den gelben habe ich dahin geschickt, da müsste ausreichend sein. Zwei Fahrzeuge für einen Drescher, das reicht. Je mehr da fahren, umso mehr fahren sie beim Haufen. So, den werden wir jetzt, der ist reparaturbedürftig. Sollte man allgemein so machen, ne? Feld fertig, großes Feld, ne? Bei Kleinfeld ja nicht, aber 9% kann man schon mal reparieren. Hängen wir fest. Ah, Nase juckt. Gehen wir so rum, ne? Nicht durchkommen, ne? Du. Ja, das geht auch so. Zurück. So, C. Tanken, tanken noch. Die Tankstelle dauert zu lange. Die hofeigene Schnelle. An die sollen wir auch kaufen, ne? Das ist ja leider so. Sei ja verbissen tanken, brauchen wir keine Produktion machen. Lohnt sich nicht. Bis die Produktion sich rentiert, vergehen Jahre, ne? Deswegen seid mal so. Machen wir erstmal nicht. Mal gucken, dass wir Platz haben. Wir haben ja nicht viel Platz. Also. Aber es reicht dafür. Wir müssen nur die Fahrzeuge von der Straße wegnehmen, weil irgendwo führen Strecken lang und das ist immer dann ungünstig, ne? So. Jetzt wollen wir mal gucken, durchschauen. Ja. Dann sehe ich ein Problem. Kommt nicht rum. Oder sie oder er, keine Ahnung. Palette steht im Weg. Hat die alle hingestellt hier? Oh Mann. Dazu muss ich jetzt einen LKW schnappen und. Na, wie gesagt, das sind Kurse von der anderen Karte mit Kramzi zusammen. Und da war der Aufbau hier oben nicht so gewesen, ne? Und fahr hin. Jetzt fahre ich selber hin. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Im Grunde müssen wir den Paletten nochmal so. Als nächstes. Ich habe ein bisschen korrigiert und die Paletten runtergefallen. Naja. Wie das so ist, ne? Da ruckelt schon wieder. Aber ich sag, dass da hinten ein Fahrzeug geklappt, also einer gestartet ist, das ist schon komisch. So, aber das soll es dann für heute schon gewesen sein. Ich sag mal Tschüss und dicke Wicke. So, ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen, fürs Liken, Abonnieren und Vergleichen. Ja, wer neu da ist, herzlich willkommen. Ja, morgen geht es weiter hier mit Erntefeld Nummer 10. Ich hoffe, dass ich das bald geschafft habe. Dass wir da jetzt hier bald ein Ende kriegen mit Ernte und dass wir in aller Ruhe um Stroh kümmern können. Ne? So, dann mal Tschüss, ciao, ciao, bis dann. Tschüss.